Hallo und willkommen zurück zu Far Cry Primal. Die Deicherhand, genau. Wir müssen unbedingt die Deicher. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich spreche es einfach so, wie ich denke, dass man es ausspricht. Deicher. Und dazu muss ich offenbar über diesen brennenden Baum. Aua, aua, aua. Okay, ich glaube, ich bin ganz nah dran. Wo ist es? Also eigentlich bin ich genau da, wo dieses Handding ist. Ah, Moment. Kann ich da hoch? Ich weiß nicht. Oder ich muss da hoch. Aber wie komme ich denn... Okay, muss ich von da drüben wahrscheinlich darüber springen? Aber wie komme ich da hoch? Oh, Junge, Junge. Okay. Das ist gar nicht so leicht. Ich muss da irgendwie rauf. Es blinkt da. Ein Stein. Okay, ich muss... Oh Gott, hier dieses Balancieren auf diesem Baumstamm ist nicht so geil. Okay. Ich glaube, ich muss doch wieder hier rein. Ich sehe wieder nichts. Ich muss da durch diese Giftbrühe. Es muss aber einen anderen Weg geben. Kann ich vielleicht irgendwie hier unten durchtauchen? Oh, ich kann hier. Hier kann ich rübertauchen. Bin ich jetzt? Hier brennt's. Was ist denn da drin? Blumenkohl! Hä? Kann ich nicht. Da kann ich nicht ran an den Blumenkohl. Muss da dran vorbei. So. Wo bin ich denn? Ach, okay. Ich bin wieder hier. Ich muss doch aber jetzt nicht wirklich durch die Giftbrühe da drüben laufen. Ich muss eigentlich bloß... Ich muss gar nicht so weit. Ich will eigentlich... Was? Wo falle ich denn hier rein? Ich muss eigentlich nur darauf. Ist das klug oder ist das klug? Na los, hüpf doch da drauf, Mann. Okay, jetzt muss ich da rüber. Wie soll ich das denn machen? Nicht mal mit Anlauf komme ich darüber. Grünblatt, ich nehme das mal mit. Jetzt kann ich sowas von vergessen, dass ich da rüberkomme. Hallo? Aber auf jeden Fall sehe ich da oben die Hand leuchten. Wie soll ich da denn hinkommen?
Okay, ich probier's mal mit Anlauf. Wie viel kann ich denn da nehmen? Nicht besonders viel. Boah, das war aber, wir haben sie aber ein bisschen geschummelt. Okay, kann ich hier lang? Nein, kann ich nicht. Auf jeden Fall haben wir die Kishta-Höhle vollständig. Das gefällt mir gut. Okay. Okay, da hinten haben wir auch noch so eine Deicherhand. Da ist auch noch was zum Erkunden. Hier haben wir auch noch die ganzen Missionen von unseren Kumpanen. Sollte ich auch irgendwann mal angehen. Aber ich mache das meistens immer so, dass ich immer erst alles, was so an Sammelkram und so einsammelbar ist. Und wie auch hier handwerklich, dass ich mich erstmal komplett maximiere und dass ich mich dann schön entspannt um die ganzen Missionen und so kümmere. Was ist denn das da? Jägerversteck? Okay. Wo stehe ich? Ah, okay, ich stehe hier. Das ist doch gar nicht so dumm. Können wir gleich hier hingehen? Nee, können wir nicht. Ich komme hier aus der Höhle nämlich nicht mehr raus. Okay, gut. So. Deicherhand. Wow, wir haben schon bald 20 Deicherhände. Ziegen. Okay. Wie einfach so eine Höhlenmalerei im Nichts. Oh, die sieht aber gut aus. Sieht besser aus als die anderen. Ja, und was mache ich jetzt? Muss ich... Okay, sind so Haufen Steintürme, so Steinsäulen. Aber was soll mir das jetzt sagen? Keine Ahnung. Okay, warte mal, wo stehe ich denn jetzt? Ich stehe da. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch eine Hand. Da oben haben wir auch noch eine Hand. Ne, eine Höhlenmalerei. Ah, cool, da oben ist wieder eine Höhle. Sehr gut, das ist genau das, was ich will. Ich möchte immer so gerne die Abkürzung hier über diese Felsen nehmen, aber man rutscht da andauernd runter und kann nur so mit Mühe und Not und mit Hilfe von dem einen oder anderen Glitch da irgendwie dann wirklich dahin kommen, wo man eigentlich hin will. So, wo ist denn die Deicherhand? Noch weiter oben? Mann, du blödes Drecksvieh, geh mal aus dem Weg hier. Gibt keinen Haken, schade. Okay. Gibt's hier einen Haken? Da oben sehe ich sie eh schon leuchten. Ich muss da nur irgendwie raufkommen. Och. Nee. Blöde Sonne. Jawohl. Und jetzt geht's gleich weiter zu hier.
Die Höhle von Hazari. Hab gar nicht gesehen, dass da ein Abgrund war. Och Mann, ey. Okay, Mann, da muss ich... Mann, das ist doch so ätzend. Man muss hier immer so übelst kompliziert gucken, wie man von A nach B kommt. Zack. Und dann links halten. Okay. Wenn ich hier lang gehe, muss ich mich irgendwann links halten. So, ja. Jetzt gibt's gegrillten Fuchs, Wolf. Ich glaube, ich mache mal lieber gleich noch eine Keule. So. Jawohl. Kann ich nämlich auch schon wieder ein bisschen Kram einsammeln. Sehr gut. Grünblatt kann ich sowieso nicht mitnehmen. Unter mir, ja, ich weiß, unter mir ist die Deischerhand. Was ist hier? Okay, genau, das ist die Höhle. Ach so, das ist die. Okay, die finde ich schon. Die finde ich schon. Bam, okay. Gott, die Sonne. Ich sehe jetzt aus wie so ein Strahlemann, stelle ich gerade fest. Wenn ich so gucke, glaube ich, sieht man gar nichts mehr von meinem Gesicht. Ich kann hier mal versuchen, ob ich mich so ein bisschen weiter nach vorne lehne. Oh nein, hier ist auch wieder Sonne. Aber so müsste es gehen, oder? Okay. Sterbe ich hier? Ich mache erstmal hier Feuer. Muss mal überall Feuer und Licht machen. Hier hinten ist was, was ich wegratzen kann. Und dahinter ist auch schon das, was ich will. Die Höhlenmalerei. Gut versteckt hinter... Was ist das? So ein Dornbusch. Okay, das hier ist... Berge und Bäume. Schön. Diese Höhlenmalereien erzählen ganze Bände von Geschichten. Wo muss ich hin? Ich will die Deicherhand. Das leuchtet da über mir. Oder? Okay, da oben muss ich... Nee, da muss ich nicht hin. Komme ich an die Hand? Ach, Mist, jetzt stehe ich schon wieder im Licht. Ich sitze im Licht. Ich bin schon wieder draußen. Okay, das war auf jeden Fall nicht der richtige Weg.
oben bin ich runtergekommen. Ich muss aber ein Stück höher. Da leuchtet was, aber hier ist keine Hand. Wo ist sie denn? Ach hier, Mann, ich bin auch dumm. Hab ich überhaupt nicht gesehen, die Sträucher hier. Ich leuchte schon wieder. Jawohl, da ist sie. Mann, ey. Was für eine Arbeit, einfach nur für einen leuchtenden Stein. Cool. Höhle von Hazari haben wir erkundet. Fett. Also, hier haben wir auch noch eine Höhle. Wollen wir die auch noch machen? Ich habe keine Ahnung, was diese ganzen Höhlenmalerei und Daisha-Hände bringen. Ich will sie trotzdem haben. Ach, lass mich doch vorbei, du Stumpf. 20 von 100 haben wir schon. Irgendwo hier müsste sie gleich sein. Da hätte ich auch noch eine Mission. Aber die kann man nicht auch ein andermal machen. Ich will jetzt erstmal hier in die Höhle rein. Hallo, es ist sehr, sehr dunkel hier drin. Da ist auch eine Höhlenmalerei. Was ist? So, mein Licht ist ausgegangen. Ich muss jetzt immer so wieder mit der Sonne muss ich jetzt mitgehen und immer so ein Stück weiter zurück. Ich nicht so leuchte im Gesicht. Jetzt hätte ich irgendwelche verstrahlten Pilze gegessen. Oh, da muss ich hoch. Okay. Hier, ich kann mich hier schlecht orientieren. Okay, erstmal den Schiefer hier mitnehmen. Ich sehe irgendwie wenig bis gar nichts. So. Okay, ich scheine hier wirklich falsch zu sein. Aber wofür? Das ist doch jetzt nicht nur einfach ein bisschen hochgekrapselt für so ein bisschen schiefen Stein. Oh, arme Wurst. Okay.
Dieses Gekrösel. Ich komme hier nicht vorbei. Drecksgelumpe. Toll, wie komme ich da rauf? Auf jeden Fall nicht mit der Sprungtaste. Mann. Och Gott, und hier geht's auch nirgendwo lang. Was sind denn das für komische Wege hier? Okay, Südsternstaub. Okay, da oben ist ein Baum. Wie komme ich da hin zu diesem Baum, dass ich den überqueren kann? Ah, hier sind Reben. Okay. Und das wird wieder etwas dunkler. Aha, ja, genau, sehr gut. Jetzt kann ich hier über den Baum drüber. Bitte nicht runterfallen. Und hier sind auch schon wieder Reben. Fantastisch. Und es wird Licht. So. Ton, wunderbar. Nach oben weiter geht's nicht. Gott. Wie das aussieht. Okay, jetzt muss ich runter. Bin ich von hier nicht gekommen? Ich weiß, ich habe Orientierung, wie eine Bock muss, aber... das Blumenkohl? Okay. Aber ich muss hier durchtauchen. Ja, da ist eine deiche Hand. Sehr gut. Okay. Jetzt muss ich nur noch... Es lohnt jetzt eigentlich nicht, weil hier ist schon wieder Wasser. Muss hier eh schon wieder tauchen. Ich sehe nichts. Okay, what? Das jetzt für einen Komplex. Okay, Schiefer. Turm von Pisa. Okay, okay, okay. Also. Die Höhlenmalerei muss irgendwo über mir sein. Wie komme ich denn da hin? Ah, okay. Ein bisschen Tierfett mitnehmen. 5 Tierfett, das läuft doch. Runter mit dem Beutel. Ist auch nur Tierfett drin, oder? Ah, Wildschweinhaut. Ich will da rauf. So. Och, diese Sonne. Yeah, da ist sie. Die Höhlenmalerei. Chaius Höhle vollständig. Sehr gut. Und zwar sehen wir ein Wollnashorn, das von einem Säbelzahntiger gerupft wird wie ein Huhn. Ja, nett. Da drüben ist ein Nordton.
Oh. Oh Gott, ich komme hier wieder nicht raus, oder? Okay, bei dem Kollegen waren wir schon mal. Oh, ich komme ja wirklich nicht raus. Das gibt's ja nicht. Sag ich einfach wieder Schnellreise. Erspare ich mir den Ärger. So. Die Ladezeiten sind, glaube ich, kürzer geworden. Oder vielleicht täuscht das auch nur. Weil die Ladezeiten in Lego City Undercover so unglaublich lang sind. Stellenweise könnte man nebenher noch sein Abi nachholen. So lang sind die Ladezeiten. Ein Säbelzahntiger, der hat ja richtig Zunder. Ich kann doch eigentlich auch auf dem reiten, nicht wahr? Reiten. Sprinten. Ist ja wenigstens schnell. Absitzen. Cool. Kollege, ich helfe dir. Rette mindestens zwei Gefangene. Okay. Das wird... Scheiße. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Komm schon. Wir müssen hier weg. Ich sag jetzt einfach, du bleibst jetzt da stehen. Dahin. Genau. Und du bleibst da. Zack, Kopfschuss. Amen, sag ich da nur. Ich sehe nichts. Da kommt ein Udam. Oh nein, dieser Mongo. Oh, jetzt muss ich wieder ins Geschehen. Die Gefangenen werden angegriffen. Ja, aber von wem? Wo sind sie denn? Da. Sind doch noch alle da. Was ist das Problem? Erstmal losbinden. Eins. Zwei. Oh. Ein Stück Fleisch für dich. Da sind noch zwei. Genau. Alles klar. Ey, wir haben sogar alle vier befreit. Mann. Blöde Sonne. Alle vier. Ihr seid frei. Okay. Platzieren sich da einfach im feindlichen Lager. Ja, cool. Was ist das? Venia Armband. Oh, das möchte ich aber ganz gerne haben. Das ist ein Armband. Mann. Scheiße. Überall ist die Sonne. Ich kann... So kann ich jetzt noch... Das ist zwar eine sehr unangenehme Haltung, die ich hier gerade habe. Aber so sieht man wenigstens noch was.
Machen wir die Jungs hier mal platt und helfen mal unseren Venia-Brüdern. Na geil. So, und gleich weiter. Ich will das Armband. Oh. Okay. Ich hab's überlebt. Ah. Da ist es. Oder? Weniger Armband nehmen. Cool. Es gibt 25 weniger Armbänder. Ach, du Heilige. So, was können wir jetzt machen? Da hinten wäre noch eine Deiche Hand. Und noch ein weniger Armband. Ach, cool. Ich glaube, ich fange jetzt wirklich an, dass ich mir diesen ganzen Sammelkram reinziehe. Gleich sind wir da. Ich leuchte schon wieder, wie so eine Leuchtdiode. Jawohl, ja. Ach, cool. Boah, ich habe schon wieder so viele Fähigkeitspunkte. Was können wir denn dann nehmen? Hm, Gegner markieren. Okay, ich habe gedacht, ich hätte diese Fähigkeit schon gehabt. Deswegen habe ich mich am Anfang gefragt, wieso ich die nicht markieren kann. Oh, das ist sehr wichtig. Weniger Schaden, wenn ich aus großen Höhlen falle. Was haben wir denn hier? Okay. Was hat er hier? Okay. Doppelte Keule gesperrt. Was nehme ich denn? Für die Wiederbelebung? Ja. Okay, leiser Sprint. Das wäre eigentlich ganz nett. Kaufen wir beides. Dann haben wir die Überlebensfähigkeit voll und ich leuchte hier gerade wie ein... Oh Gott, das ist furchtbar. Okay, so geht es. So wird es gehen. Ja, nur leider verabschiedet sich da dann gleich mein Mikro. Okay. Ich weiß, das ist so super unprofessionell. Aber da hinten ist noch ein weniger Armband. Ja, okay. Wenn ich so auf den Timer gucke, sind wir eh schon am Ende. Ich hole noch schnell das weniger Armband und dann, werde ich mich hier in meiner Dunkelkammer ein wenig verbunkern, damit hier keine Sonne mehr reinleuchtet. Aber auf Dauer kann ich so auch nicht spielen. Oh, was zum Teufel, was soll ich tun? Tja, ich würde mal sagen, das ist Crocodile Dundee Style, oder? Okay. Ist wahrscheinlich wieder. Ja, ich sehe doch hier schon wieder. Ist die Höhle. Hä? Ist ein Speer. Den hier am Band nehmen. Ah, da. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe bloß diesen Speer im Boden stecken sehen. Ja, cool, oder? Ich würde sagen... Scheiße. Sieht man gar nichts. Ich verdunkle mich jetzt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Far Cry Primal wieder.
Ich hoffe, das Mikrofon läuft noch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis hierhin. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben oder schreibt mir einen Kommentar, was ich besser machen kann, sollte es euch nicht gefallen haben. Und wenn alles gut läuft, sehen wir uns in der nächsten Folge oder in einem anderen Let's Play. Die Entscheidung obliegt ganz bei euch. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure stille Anteilnahme und wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht und passt auf euch auf. Tschüss.